Gegeben ist folgende Aufgabe. Und zwar habe ich hier einen Graphen einer linearen Funktion erstmal, y und x. Ich beschränke mich mal hier auf den positiven Teil soweit. Ich nehme diesen Graphen auch und lassen wir den ruhig mal wieder heißen, f von x ist gleich minus 3 Viertel x plus 3. Und ich möchte hier von hier bis hier oder vielleicht von hier bis hier oder weiß der Kuckuck was, vielleicht von hier bis hier ein Rechteck einbasteln. Und dieses Rechteck, das kann auch von hier bis hier gehen, soll eine maximale Fläche haben. Das heißt, die Fläche des Rechtecks soll gegen Maximum gehen, soll maximal werden. Wie gehe ich hier ran? Wie gehe ich an die Aufgabe ran? Das müssen wir uns jetzt überlegen. Jetzt hatten wir so mehrere Streitereien und Lösungsvorschläge. Ich hatte gesagt, die Strecke kann maximal 3 sein, die Strecke kann maximal 4 sein. Das ist folgert aus der Gleichung. So, und um jetzt mal strukturiert daran zu gehen, das heißt, wir müssen ja auch mal irgendwie das hinbekommen, hier eine zu optimierende Formel zu bilden, schnappen wir uns jetzt mal hier dieses Rechteck einfach stellvertretend und schreiben da einige Sachen ran, dann sieht man da besser durch. So, wie lang ist diese Strecke? Erstmal allgemein. Wie kann ich die bezeichnen? Nee, nee. Es geht nicht um durch 2 oder sowas. Wie lang ist die erstmal? Die kann maximal 4 sein, aber jetzt ist sie erstmal bloß irgendwas. Nicht 2, keine Zahl, sondern x. Und das hier, wie lang ist diese Strecke von hier bis hier? Y, einverstanden? Also f von x. Naja, das ist ein Riesenunterschied. Das heißt also, die Fläche des Rechtecks kann sein x mal f von x. Noch klar? Und f von x ist ein ganzer Term, nämlich der hier. Je nachdem, was ich für das x einsetze, ergibt sich hier was. Clement. So, das heißt also, wenn ich das ausmultipliziere, dann müsste das heißen, a des Rechtecks ist x mal, und jetzt kommt hier das. Das setzen wir sicherheitshalber in Klammern, denn hier handelt es sich um eine Summe. Minus 3 Viertel x plus 3. Sind wir uns da noch einig? Das heißt, die eine Größe ist abhängig, aber wie? Sie ist in der Form abhängig, wie sich das x hier entwickeln soll. Je größer das x, umso kleiner das y, weil hier ein Minus davor steht. Und zwar genau in der Vorschrift 3 Viertel x plus 3. Mal sehen, wenn ich das jetzt ausmultipliziere. Immer noch allgemein, aber eigentlich könnte man jetzt schon was machen. ARE könnte ich gar nicht, brauchte ich gar nicht zu schreiben. Ich habe hier bloß noch eine Variable drin, sodass ich schreiben kann, a ist abhängig von x. Ausmultiplizieren. X mal x, also erstmal ein Minus, ist x Quadrat. Ach, das war ein bisschen doof. Naja, ich schreibe es so rum. X Quadrat mal 3 Viertel. Ich kann es auch umgekehrt hinschreiben. Und x mal 3 ist 3x. Ne, das ist hier ungünstiger. Also hier schreiben wir lieber 3, minus 3 Viertel x Quadrat. Minus 3 Viertel x Quadrat plus 3. So sieht das aus. Das ist ein dickes Minus jetzt. Wenn das funktioniert, das können wir dann überprüfen, ob das funktioniert, dann haben wir es schon. Also, wenn die so aussieht, wie kommen wir jetzt hier an unsere plus 3x? Wie kommen wir jetzt hier an an unseren Scheitelpunkt ran? Oder nehmen wir die ABC-Formel. Wir haben hier einen Fan, einen Professor, der hat uns schon mal was gezeigt. Der wäre Fan der ABC-Formel. Nicht? Warum nicht? Na gut, der Professor lehnte es jetzt freundlich ab. Wir klammern mal 3 Viertel aus. Ne? Minus 3 Viertel ausgeklammert ergibt sich hier drin ein x Quadrat. Und jetzt, was ist, wenn ich hier aus 3x 3 Viertel ausklammer? Wie geht das? Ich kann das ganze Ding doch hier, wenn ich ein 3 Viertel haben will, kann ich das ganze Ding doch hier mal 4, na, mal 4 Viertel nehmen. Jetzt habe ich wertmäßig nichts verändert. Aber ich kann jetzt sagen, wenn ich hier eine 3 und eine 4 ausklammer, dann bleibt 4x drin stehen. Ne? Aber ich habe minus 3 Viertel ausgeklammert, also muss ich sagen, plus minus 4x. Und das ist minus 4x. Ne? Jetzt kann ich das plus weglassen. Also habe ich hier aus. Na, also mit der Löscherei. Habe ich hier ausgeklammert und jetzt geht es mir schon besser. Jetzt habe ich hier eine Normalform vorliegen. Hinten plus nix. Ist auch nicht weiter schlimm. Wo liegt der Scheitelpunkt? Höchstwahrscheinlich bei plus 2. Ne?
Wenn ich mir das hier als Funktion vorstelle, nicht diese hier oben, sondern wenn ich mir das Ding hier als so eine Art f von x in irgend so einem kleinen Dings vorstelle, dann habe ich den Scheitelpunkt bei 2, 0. 2, 0. Hier. Und die ist nach unten geöffnet. Ja, also, ich gehe nochmal drauf ein. Das bedeutet aber das nicht. Ich kann nicht einfach sagen hier, Hauruck, jetzt steht hier eine Normalform. Wenn ich mal die Minus, wenn ich mal die 2 einsetze hier, ne, ist ja leicht, ne, minus p halbe hier, und dann setze ich mal eine 2 ein, dann kommt hier Quatsch raus. Da kann ich nicht einfach sagen, dann kommt f von x mäßig. Aber mir reicht es zu wissen, wie der x-Wert ist. Warum? Weil ich dann weiß, wo das Maximum ist. Jetzt probieren wir das mal aus, ob das geht. Vorsichtig, es kann immer schief gehen. Das heißt, wir müssen eine Probe machen. Ich habe hier in Dunkelblau nochmal erklärt, wie das mit Ausklammern geht. Das heißt, hier ist normales Ausklammern von 5x möglich. Wenn aber mein Term nur so lautet, 25x plus 1, dann mache ich den Trick, ich erweitere mit 5x. Erweitern heißt oben und unten mal nehmen. Denn wenn ich das kürzen würde, wäre wieder gar nichts mehr da. Wenn ich jetzt hier 5x rausziehe, bleibt 1 durch 5 hoch x. Deswegen, und diesen Trick habe ich hier mit dem Erweitern angewandt. So, jetzt wieder zurück zum Eigentlichen. Jetzt probieren wir mal aus, ob das wirklich funktionieren würde. Die Fläche wäre also, wir hatten gesagt, bei plus 2 ist das Maximum. Also, das würde nämlich Folgendes beweisen. Hier genau, dann würde sich Folgendes ergeben. A von x, und jetzt nehme ich wieder meine ganz normale Formel, die ich mir hier aufgestellt habe. A von x, also schreibe ich nicht a von x, sondern a von 2, weil ich ja den x-Wert des Scheitelpunkts mit 2 ermittelt habe, muss dann sein minus 3 Viertel mal. Jetzt kommt 2 mal 2, also 2 hoch 2, plus 3 mal 2, das ist das hier, und dann müsste es eigentlich geklappt haben. Rechnen wir das aus. 2 mal 2 ist 4, das kürzt sich komplett hiermit. Und es ergibt sich was? 6. Ne? Dieser Term hier, achso, minus, Entschuldigung. Hier ergibt sich minus 3 plus 6. Also ergibt sich eine Fläche, und das haben andere auch schon rausgekriegt, die Fläche ist immer 3, verdammt nochmal. Also ergibt sich hier eine Fläche von 3 Längeneinheiten zum Quadrat. So groß wäre die dann. So, Moment. Sah man vielleicht jetzt nicht so richtig. Und zwar, wenn ich diese Form hier, diese ausmultipliziere, erhalte ich diese Form bis zum 3x. Das 4 Viertel kann ich mir sparen. Und in diese Gleichung habe ich hier eingesetzt. Das war das. Deswegen hier plus 3 mal 2. So. Stimmt das überhaupt? Jetzt können wir mal eine Probe machen. Jetzt können wir sagen, naja, jetzt machen wir eine Probe, ob das im Wesentlichen stimmt. Das heißt, ich setze mal für x eine 3 ein. A von 3 wäre minus 3 Viertel mal, und jetzt 3 hoch 2 plus 3 mal 3. Mal sehen, was jetzt rauskommt. Und jetzt keinen Schreck kriegen, A von 3, ne, das ist die Probe sozusagen hier, ob wir richtig gerechnet haben. Jetzt kann man sagen, das ist minus 3 Viertel mal 9 plus 3 mal 3 ist auch 9. Was wird sich hier wohl ergeben? Minus 3 Viertel von 9. 0,75 mal 9. Und dann plus 9. Wird die Fläche kleiner oder größer? Was ahnt man schon? Das heißt, ich brauche hier gar nicht weiterzurechnen. Hier habe ich ein 3 Viertel von 9 negativ. Und hier habe ich eine 9 dazu. Wird auf jeden Fall kleiner als 3 Längeneinheiten zum Quadrat. Brauche ich gar nicht weiterzurechnen. Andere Probe. Dann nehmen wir eben mal für x gleich ein bisschen weniger, 1. Also a von 1 minus 3 Viertel mal 1 Quadrat plus 3 mal 1. Jetzt sehe ich, hier entsteht wieder eine 3 plus 3 und hier entsteht minus 3 Viertel. Ist auch kleiner. Ne? 1 mal 1 bleibt 1 und minus 3 Viertel ist auch kleiner als 3. Also kann ich sagen, a von 1 ist kleiner, a von 3 ist kleiner, dann wird a von 2 durch Probe ermittelt schon auf jeden Fall das Beste sein, was ich machen kann. War schwer, ne? Die Aufgabe schien wirklich ein bisschen kompliziert, weil man sich hier, sagen wir mal, ein bisschen zu verrückt gemacht hat. Ich habe ja schließlich hier was mit Pythagoras erzählt und so weiter, wobei es mir in diesem Fall darum ging,
dass man auch mit pythagoreischen Zusammenhängen allerlei Käse hier drin machen kann. Aber mit Pythagoras hier alleine weiterzukommen, ist ein bisschen verrückt. Hier muss ich mir bloß klar werden, woraus setzt sich denn mein Rechteck zusammen? Aus x und f und von x Werten. Das heißt also, so berechnet man das. X mal y oder f von x. Wenn ich nur y hinschreibe, ist es vielleicht nicht ganz so deutlich. Und dann ist der letzte Rest eigentlich bloß noch wieder Technik. Machen wir noch schnell ein abschließendes Beispiel, jetzt seid ihr dran. Vollzieht mal den Weg nach jetzt. Und zwar, das Beispiel sei, ja, das Beispiel sei so, ganz lang, y, x, f von x sei minus 1/2 x plus 1. Und wir wollen hier wieder ein maximales Rechteck haben. A soll gegen Maximum gehen. So groß wie möglich. Macht mal dieses Beispiel. Also ab hier geht dieses Beispiel nochmal mit den eigenen Bordmitteln nach. Ermittelt, wie es funktioniert und dann los. Mal kurz gesagt, hier hätten wir nochmal die Lösung. Also so kann man das machen. So, Schluss mit dem Video.